Guten Abend, hier ist der Lukas und ich mache ein neues Display von Resident Evil Remake. Ja, und ich kenne das Spiel schon, also weiß ich, was ich alles machen muss und rumlaufen muss. Ich wünsche euch viel Spaß. So, mal gucken, wenn ich euch unterhalten kann. Okay. Resident Evil Remake ist halt ein neues Resident Evil, also der Remake vom ersten Teil, also neu gemacht, alles mögliche wurde neu gemacht. Neue Story, neue, also Charaktere sind gleich geblieben, außer ein paar neue Änderungen. Waffen sehen anders aus und viel cooler. Und ich hoffe, dass ihr alles sehen könnt. Und nicht so muss ich die Helligkeit der Kamera höher machen. So. Zwar war das gerade die erste Begegnung von dem ersten Zombie. Man nennt es auch in Resident Evil Sprache der erste Zombie im Spiel. Und ja. Zuerst nehmen wir das Emblem. Das Holz-Emblem. Hier heißt es Symbol. Aber lassen wir uns nicht daran beurteilen. Und. Oh, der ist wieder zurück da. Barry ist verschwunden, wie auch im ersten Teil der Resident Evil Reihe. Müsste eigentlich jeder wissen, der bei Resident Evil 1 gespielt hat. Hier geht man nach oben und dann nach unten und dann kommen wieder eine Kakteen. Cassine, ja, ich krieg ein Dietrich von Barry, sie haben vorhin mit einem Dietrich. Sie bedankt sich auch noch. Okay. Jetzt müssen wir den Goldenmeer-Pfeil finden. Der ist in der ersten Etage. Und zwar im Korridor. Neben, also ein Engel haltet das in der Hand oder hat das durchbohrt, ich weiß nicht. Chill One and Time. Schöne Frau. Ich habe sogar das Kostüm von Resident Evil 3 nehmen ist es. Und den Platz habe ich ein Jahr gesucht. Das habe ich nicht gefunden. So, hier ist der Korridor. Heute Nacht war ich im Winter. Ja, ist ein bisschen schon schön. Das ist ein Dolch. Und zwar ist dieser Dolch sehr hilfreich, wenn ein Zombie oder ein anderes Monster eben Jill oder Chris angreift. Und dann zieht dieser Dolch raus und bam, ab in das Auge oder sonst wo in den Kopf. Ja. Jetzt müssen wir zu einer Gruft. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Scheiße, der hat den Stock gesehen, ja. So, versuchen wir den goldenen Pfeil und die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie auch. Ja, die Pfeilspitze besteht aus Pyramid, das ist ein Smaragd.
Jetzt gehen wir zu der Gruft. Und hier ist auch der zweite Gegner im Spiel. Diese Soldaten da oben. Ein Buch ist in die Einbuchung eingepackt. Buch der Verflucht mit der Nähe. Und versuchen wir das und drehen wir um und da ist ein Hundebuch und ein Schlüssel eingebettet im Fernseher. Wir haben folgendes mit dem Hausschlüssel. Ja. Und das ist der Schwertschlüssel. Also damit kann ich halt mehrere Türen öffnen. Ja, der hat mich doch nicht gesehen. Aha. Jetzt haben wir die Chemikalie. Erst hier nach unten und dann dadurch. Hier müssen wir das eigentlich schieben, aber ich habe keinen Bock, also ich kann das Spiel schon aufhängen. Wir haben das. Oh, wir haben Schlüssel benutzt und einfach. Jo. Das war ein Hund. Da kommt erst rein, wenn ich mich umdrehe und dann sie hier wieder reinkommen und ja, dann springen die raus. Greif mich an. Ja, und hier ist halt der Hundehof und hier ist die Schmeckheit. Schmeckheit, ja. Ja, und jetzt gehen wir zur Bibliothek. Und ein Feuerzeug und eine Hundepfeife zu holen. Und mit der Hundepfeife muss ich zum. Oh, das war nicht gut. Zu einem. Wie heißt das? Aufzug? Nee, nicht Aufzug. Zum Balkon, da muss ich pfeifen und dann kommen da zwei Hunde raus. Aber dazu gleich. Und zwar ist die Hundepfeife hier drin. Also hier. Hundepfeife mit dem klar. Das knüllte Nemo, das muss ich nicht vorlesen. Das ist doch schon keine Feuerzeug. Hier sind drei Zombies. Ne, zwei. Auf Profi sind drei. Obwohl ich Profi auch schon durch habe. Naja, mach ich mal vorgeschoben. So.
So. Das ist der Balkon, von dem ich euch erzählt habe. Sie haben die Hunde geblasen. Papa, wenn jetzt kommt, soll die Hunde aufpassen. Los, Papa. Nehme ich das sofort mal ein. Ja, sie haben die Wunden besorgt und hier haben wir das Halsband. Die Wundenpfeife kann ich auch ablegen. Und jetzt muss ich zum Fallen raus. Den Rüstungsschlüssel zu kriegen. Ich glaube, eine halbe Stunde brauche ich für das Haus. Nehme. Mal schauen. Scheiße, ich hab den. Oh Gott, doof bin ich. Ich hab die falsche Tür genommen. Der sich im Spiel an wie süß. Der erste. Böse zum Teil. Sehr schnell und sehr aggressiv. So, hier ist der Fallraum. Und zwar passiert das. Wenn ich das rausnehme. Aber nein, keine Angst, wir haben hier. Da heißt man das, ein Schalter bestätigen. Eine Münze war im Heißband drin. Und das müssen wir jetzt shaken und schon haben wir einen Schlüssel Plagiat sozusagen, nämlich da setzen wir hier ein und schon ist die Falle. So, gleich geht's weiter mit Resident Evil Remake Part 2. Danke und tschüss.